Die Baureihen 145 und 185 gehören beide zur Trax-Lok-Familie aus dem Hause Bombardier. Die Baureihe 145 geht dabei auf den 12X-Prototyp aus dem Jahr 1994 von AEG Henningsdorf zurück. Die Lok wurde als 128001 bei der DB erprobt. Aus der Erprobung gewonnene Erkenntnisse flossen in die Entwicklung der Baureihe 145 ein. Die Loks der Baureihe 145 wurden zwischen 1997 und 2002 gebaut. An die DB wurde 145001 bis 145080 geliefert. Als Nachfolgerin der Baureihen 139 und 140 wurde eine Leistung von 4200 kW ausreichend angesehen. Die Lok ist Atrans bzw. Bombardier typisch mit drehzapfenlosen Drehgestellen gebaut. Die Kraftübertragung erfolgt mittels Zug- und Druckstangen. Die Baureihe 145 kann nur unter 15 kV 16 2/3 Hz arbeiten. Die Höchstgeschwindigkeit der 80 Tonnen schweren Lok beträgt 140 km/h. Dafür reicht der Tatzlagerantrieb aus. Baugleiche Loks wurden auch an verschiedene Privatbahnen ausgeliefert. Bombardier entwickelte aus der Baureihe 145 und der daraus zwischenzeitlich für DB Regio entwickelten Baureihe 146 die Trax-Lok-Familie. Trax steht dabei für Transnational Railway Applications with Extreme Flexibility oder auf Deutsch etwa Lok-Plattform für nationenübergreifende Eisenbahnanwendungen mit extremer Flexibilität. Oder ganz salopp gesagt, eine Baukastenlok. Da die Baureihe 145 nur unter 15 kV 16 2/3 Hz eingesetzt werden konnte, passte sie in den späten 1990er Jahren nicht mehr zum operativen Konzept von DB Cargo. Für den grenzüberschreitenden Verkehr mussten Loks mit mindestens einer 2-System-Fähigkeit her. Aus dieser Anforderung wurde die Baureihe 185 entwickelt. Mit gleichen Leistungsdaten und gleichem Aussehen wurde eine 84 Tonnen schwere Lok entwickelt, die auch unter 25 kV 50 Hz arbeiten konnte. 6 Jahre lang wurden insgesamt 332 Loks der Baureihe 185.1 gebaut.
da die Loks aus Platz- und vor allem Kostengründen nicht mit allen Zugbeeinflussungssystemen, Ausrüstungsgegenständen und nationalen Zusatzsystemen ausgerüstet werden konnten, wurden sie bei Ablieferung mit Paketen ausgestattet bzw. später um- oder nachgerüstet. Ab 2004 wurde die Lokplattform Trax zur Trax 2 weiterentwickelt. Äußerlich unterscheidbar sind die Trax 1 von den Trax 2 Loks durch die Gestaltung der Stirnpartie. Während bei der Trax 1 die Front der Lok an den unteren Spitzensignallampen zur Lokmitte hin abfällt, ist dieser Bereich bei der Trax 2 annähernd senkrecht ausgeführt. Der Grund für diese Veränderung des Lokkastens lag in geänderten Crashfestigkeitsbestimmungen. Mit der Trax 2 zogen in dieser Lokfamilie wassergekühlte IGBT-Stromrichter ein. Die Loks konnten nun auch als 4-System-Loks geliefert werden. Das heißt, die Loks können unter 15 kV 16 2 Drittel Hertz, 25 kV 50 Hertz sowie unter 1500 Volt und 3000 Volt Gleichstrom arbeiten. Innerhalb der Serie wurde die Leistung der Loks auf 5600 kW unter Wechselspannung angehoben. Die Leistung im 1500 Volt Gleichspannungsnetz beträgt 4000 kW. Die Lokmasse stieg auf 85 Tonnen an. Auch von der Trax 2 Serie wurden viele Loks an private Eisenbahnverkehrsunternehmen ausgeliefert.
Das war's für dieses Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Und bleibt dran bis zum nächsten Video. Euer Alex E.